Zack, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das, Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Vegas 7. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Vegas 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überwachst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Hilfe zu des Falls. Scheiße. Falscher Kurs. Daniel. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße. Wir sind zu schnell. Wir werden in die Hülle gebracht. Chan! Da auf den Notstabilisator. Da! Das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Okay. Was soll da raus? Na los. Geht es allen gut? Bin okay. Geht schon. Hey, Johnston, alles okay? Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Chan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kelly. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen zu mir. Abstand halten. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Reparaturmission. Impulsgewehre. Standardverfahren, Daniels. Wie registrieren Sie eine Fluglounge? Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chan. Du hast uns in einem Stück hergebracht.
Abgesehen von Johnston. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Na, immerhin ist das Signal noch da. Melden wir uns mal an. Isaac, synchronisier dein Rig. Willkommen, Isaac Clark, auf der USG Ishimura. Rig synchronisiert. Erfasse Kinese und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Reicht der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Wir hatten es eilig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Sacht haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein. Die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Was? Ganz ruhig. Daniel, sind wir auf die Dinge. Da liegt etwas mit uns hier drin. Aus!
Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben! Wir haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben! Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen! Wir brauchen Hilfe! Habe trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu ziehen. Das hält dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie fragst. Bringst du das schnell um? Oder
Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Gleich fertig. Ich habe eine Platine gefunden. Jetzt muss nur noch die Monorail fahren. Okay. Daniels, achte auf die Tür. Nachricht abgerufen. Benson und Maschinenraum, habt ihr ein Stasemodul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung, sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Ihr Tempel, wir schicken ein Stasemodul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert.
Funktion des automatischen Lagers. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Das ganze System blockiert. Ich gehe zur Monorail-Steuerung. Dort kann ich dir eine Fahrgelegenheit zur Brücke besorgen. Gut. Beeil dich. Ich höre komische Geräusche direkt unter meinen Füßen. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber! Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Thank you.
unhörbar. Hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Ich bin hier durch, aber für den Rest brauchen wir einen Experten. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyen reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Ein Singularitätskern überlastet. Bitte doch keine Kontrolle und nimm den Abstand ein. Los! Los. Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Fuck. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott! Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das?
Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Reisak, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir das, Matschen. Ich hab ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht um etwas einzusperren. Freigabe der Stufe 2 erforderlich. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut. Die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse und die Tod. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse sind in Terence? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Matthias jeden Besuch von Hedges verhindert. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden.
Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? In Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Hast du die Kau gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockpad finden. Okay. Mach schnell, Isaac. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Eintritt in Vakuum. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der knurrt wie... Das ist Wahnsinn! Schnell, Isaac! Schwerelosigkeit deaktiviert.
Menschliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Logbuch der Chirurgie, Dr. Chalice Mercer, Kopie an mein sicheres Terminal. Ich habe Jürgen gebeten, den Videofeed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, sie trotzten dem Tod. Keim ist vorsichtig. Sein Glaube wurde durch diese Necromorphs, wie er sie nennt, erschüttert. Wie seltsam. Denn mein eigener Glaube wurde so umfassend bestärkt. Ob mit oder ohne Keim. Ich muss eine dieser Kreaturen untersuchen. Oder die nächstbeste Option. Zum Beispiel Brennans Patienten. Ben, was in Gottes Namen ist da unten los? Genau das. Gottes Werk. Das sagen. Die Toten in der Kolonie. Die Paranoia, die Halluzinationen. Du wolltest die wissenschaftliche Analyse. Ursache und Wirkung. Es begann alles, nachdem sie den Marker aufgestellt hatten. Was machst du dir solche Sorgen? Der Marker ist göttlich. Das wissen wir. Hör zu. Morgen ist er an Bord, dann kannst du ihn studieren. Beruhige dich. Beruhigen? Es sterben Menschen. Wie kann das die versprochene Transformation sein? Wir erleben den Neuanfang. Terrence, für Unitology, für die Menschheit. Natürlich wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Alles verändert sich. Genau das beunruhigt mich. Aufnahme beenden. Versiegeln.
persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-D-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Rick-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar. Daniels antwortet nicht auf Ihren Rick-Link. Wie ist dein Status? Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voidzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren.